Eilmeldung, Witwenrente soll abgeschafft werden, wenn es nach Auffassung der Wirtschaftsweisen Frau Professor Dr. Schnitzer geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Steigen wir einfach ganz knallhart in den Artikel rein, den NTV heute am 7.7.2023 veröffentlicht hat. Dort teilt uns Frau Schnitzer, die übrigens die Chefin des Sachverständigenrates der Wirtschaftsweisen ist, ihre persönliche Meinung mit. Die Wirtschaftsweise will die Witwenrente abschaffen. Sie sagt, die Witwenrente wäre nach dem Modell, was derzeit gesetzlich vorgesehen ist, gäbe es keinen Anreiz, dass diese Witwenrente eine Erwerbsanreiz wäre. Es gäbe wenig Anreiz, dass die Menschen erwerbstätig wären. Und vor allen Dingen, wer verheiratet ist, bekommt nach dem Tod des Ehepartners in der Regel mehr als die Hälfte von dessen Rente. Also das ist meine Vermutung. Da möchte ich ganz gerne mal die statistischen Zahlen von Frau Schnitzer haben, woher sie das einfach wieder hat. Und die Ökonomin bevorzugt ein anderes Modell. Ja, meine Damen und Herren, ist doch völlig klar, Frau Schnitzer, beamtete Professorin, die kann ja auch gerne ein anderes Modell bevorzugen, da habe ich auch gar kein Problem. Aber letzten Endes soll sie doch bitte mal bei ihrem Modell, nämlich bei der Beamtenpension und bei der Beamtenvergütung anfangen. Und dann können wir uns mal gerne darüber unterhalten, ob das Modell im Vergleich zur, also das Modell der Beamten, hinterbliebenen Versicherung oder hinterbliebenen Absicherung und der aus der gesetzlichen Rente, ob welches da besser oder schlechter ist. Ich meine, meine Damen und Herren, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Und Frau Schnitzer leistet sich ja nicht den ersten Schnitzer. Ja? Wir können uns noch dunkel dran erinnern, dass sie zum Beispiel auch das Thema Rente mit 70 hier ins Spiel gebracht hat. Und diese Sprüche oder das, was sie hier gesagt hat, das hat sie übrigens nicht irgendwie irgendwo gesagt, sondern das hat sie auf einer Podiumsdiskussion des Instituts zur Zukunft der Arbeit, an dem auch unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil teilgenommen hat, zum Besten getragen. Ja, meine Damen und Herren, also, der nächste Grund, warum Frau Schnitzer die Witwenrente abschaffen möchte, ist, dass die Ansprüche, die hier hinterbliebene Ehegattinnen und Ehegatten erwerben, nicht dem Äquivalenzprinzip entsprechen, denn der hinterbliebene Ehegatte hat ja dafür nichts in die Rentenkasse eingezahlt. Also wollen wir die Sache mal ganz kurz aufdröseln. Erstens, Frau Schnitzer, da gebe ich Ihnen recht, die Witwen- und Witwerrente ist erwerbsfeindlich ausgestellt. Ganz klar, wir haben einen Einkommensfreibetrag, können Sie mal nachlesen, Paragraph 97 SGB 6 und der ist sozusagen zwar dynamisiert worden, aber er ist letzten Endes wirklich ein bisschen erwerbsfeindlich. Also da habe ich eine viel bessere Idee. Setzen wir doch das ganze Ding einfach mal auf 2000 Euro netto hoch und schon haben wir das Problem nicht. Dann können die Leute nämlich auch ganz normal weiterarbeiten und können ihre Witwen- und Witwerrente einfach genießen. So sehe ich das zumindest. Ich finde eigentlich eine viel bessere Idee als das, was Sie machen. Sie wollen ja den Leuten die Ansprüche einfach wegnehmen. Zweitens, Frau Schnitzer, verfassungsrechtlich höchst problematisch, weil der Gesetzgeber nämlich die Witwen- und Witwerrente deshalb gewährt, weil sie eine Unterhaltsersatzfunktion haben. Denn der Ehegatte hat ja beide Ehegatten, wenn sie leben, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei und nicht nur aus Liebe, sondern die machen das ja auch deshalb, weil sie sich gegenseitig Unterhalt gewähren, in Form von Naturalunterhalt, in Form von Geldzuwendung, in Form, dass sie gemeinsam in Urlaub fahren, dass sie einen bestimmten Lebensstandard haben. Und das würde ja alles letzten Endes wegbrechen. Das heißt also, nach dem Modell, was Sie wollen, müssten die Witwen und Witwer de facto gar nichts mehr bekommen und würden dann letzten Endes hier noch zusätzlich arbeiten gehen müssen. Im Übrigen alles Forderungen, wenn ich mir das so richtig anschaue, auch wiederum Forderungen, die letzten Endes neoliberal getrieben sind und dazu führen, dass immer mehr Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung rausgekegelt werden sollen. Also ich finde es nicht besonders lustig und finde auch, liebe Frau Schnitzer, dass Sie eigentlich hierzu gar keine Meinung haben dürften, denn als verbeamtete Professorin bekommen Sie Ihr Geld de facto ohne eigene Beitragsleistung aus meinem Steueraufkommen mitgezahlt. Ja, ich bezahle Sie quasi mit, dass Sie eines Tages mal eine Pension bekommen und die ist wirklich
deftig ihre Pension. Da müssten andere wahrscheinlich 100, 150 Jahre arbeiten, damit man überhaupt mal in diesen Bereich dieser Pension bekommt, von Ihnen, Frau Schnitzer. Also, meine Damen und Herren, ich finde keine gute Idee. Wir sollten die Witwen- und Witwerrente nicht abschaffen und sie wird sicherlich auch nicht abgeschafft werden. Und wir sollten sie einfach nur ein bisschen besser machen. Das heißt also erwerbsfreundlicher ausgestalten, indem wir die Freibeträge für die Einkommensanrechnung einfach deutlich höher setzen, so wie es zum Beispiel auch die AfD gefordert hat. Finde ich im Übrigen gar nicht so dumm, diesen Vorschlag von der AfD. Aber das ist ein rentenrechtlicher Vorschlag gewesen. Darauf beziehe ich mich ausdrücklich, dass der gar nicht so dumm war. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und machen Sie sich bitte keine Sorgen. Witwen- und Witwerrente wird aktuell in Deutschland nicht abgeschafft. Es gibt dazu kein Gesetzgebungsverfahren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ciao, Ihr Rentenpeter. Tschüss.